glaube, wir machen mal einen kurzen Line-Check. Sehe ich das richtig? Gemeinsam hier 10 Lieder performen zu dürfen. Wir möchten keine Zeit verlieren. Dieses Stück heißt Wedding bleibt hart. Auf diesem Friedensfestival, versprechen wir euch, spielen wir nur Friedenslieder. Dieses Stück heißt Wedding bleibt hart, liebe Leute. Schön, dass wir hier sind. Roter Wedding, wir sind unser Verbündet. Harald Jung
Lemke, Roland Kaiser, alles Benninger, außer Rio Reiser, Thomas Hessler, Eberhard Diebke, manche Benninger, die müssen man glatt verbieten. Wedding kann vieles, Wedding hat alles, gib mir deine Hand, Babe, oder lass es. Wedding bleibt hoch, Benninger am Stamm, wir sind da. Ist unser, Wedding ist bunter, Miete runter, Wedding ist unter. Scheiß auf Kreuzberg oder Friedrichshain. Vielen Dank. Das nächste Stück. Wir sind eigentlich zu dritt unterwegs. Wir haben einen Beatboxer oder Kapponistin. Wir suchen noch einen dritten Menschen, der Rhythmus im Blut hat und mit uns gemeinsam Musik machen will. Und mit diesem dritten Menschen, der uns das Album aufgenommen hat, hatten wir ein Lied über Justin Bieber. Und ich denke, bei diesem Friedensfestival darf man keine Lieder über Justin Bieber spielen. Wir fanden den Text aber toll und haben uns überlegt, was machen wir. Und wir haben uns eine Lösung gefunden, mit der wir hoffentlich alle einverstanden sind. Das nächste Lied heißt Just in a Beer Bar. Und geht in etwa so hier. Du kennst bestimmt Momente, wo es einfach nicht mehr geht, wo du dir selbst und anderen einfach nur im Wege stehst, wo die Euro-Krise dich verschlingen will, wo du sprachlos wirst, bei Jauch und bei Weh. Der Bude, alter Dreck, Kühlschrank kahl gefressen, manchmal wünsch ich mich mal weg, weil ich mich ernsthaft frage, warum mach ich das, wieso? Warum machen wir hier Musik und gehen dann spucken auf den Klo? Und was hilft dabei? Stell dir vor, du wärst das im Beber, tust du einmal und du tust nie wieder. Dein Leben ist voll okay, Mann. Schaust du dir, schaust du dir, schaust du dir. Oder ein Pickel da, wo er dir nicht passt. Du hast Probleme mit der Psyche oder deinem Freund. Und du findest es traurig, dass du das Friedensfest versäumst. Du weißt grad weder ein, noch weißt du geradeaus. Du glaubst, du hast gefunden, doch sie weicht dir aus. Du glaubst, ich sperre morgen, weil du weißt, was gestern war. Du fühlst dich echt beschissen, doch die anderen, die kommen klar. Stell dir vor, du wärst Justin Bieber, tust nur einmal und du tust nie wieder. Dein Leben ist voll okay, Mann. Schaust du dir, schaust du dir, schaust du dir diesen blöden Affen an. Und du bist nur dabei, dein Leben macht dich fertig, bist dann dauernd voll und rein. Familie, Freundeskreis, ihr Frau und auch ein Kind. Manchmal fragst du dich, ob dein Sexleben noch stimmt. Der Bäcker klingelt überraschend, das ist halt echt nicht drin. Ich soll schon wieder schuften, bin vom Alex noch hin. Ich rieche wie eine Leiche, mein Koffer spart Funktion. Ich habe zwar Termindruck, aber keine. Just in Bieber, tust du einmal und du tust nie wieder. Dein Leben ist voll okay, Mann. Schaust du dir, schaust du dir, schaust du dir. Die ganzen anderen Affen.
Leute, ich finde es super, dass ihr tagsüber hierher gekommen seid, um für den Frieden den Mund aufzumachen. Und ganz egal, welche Sprache ihr sprecht oder woher ihr kommt. Peace, Frieden, glaube ich, kriegen wir alle über die Lippen. Und dass das so weitergehen kann, müssen wir uns von innen heraus selbst befreien. Dieses Stück heißt Ich will ich sein. Und wenn jeder ein bisschen mehr bei sich selber ist, dann gibt es hoffentlich auch keine Kriege mehr. Im Großen wie im Kleinen. Nehmt euch eine CD mit, vielleicht was zum Lesen. Dieses Stück heißt Ich will ich sein. Mit 60 Jahren und glaube ich passt ganz gut hierher. Wir müssen anfangen, uns um 180 Grad zu drehen und die ganze Sache aus einer neuen Perspektive zu entdecken. Heute hier beim Friedensfestival, wenn ihr nach Hause geht, wenn ihr in Urlaub fahrt, dreht euch mal 180 Grad rum. Wir versprechen euch, die Welt sieht ganz, ganz anders aus. Dies ist ein ganz, ganz ruhiges Stück und heißt Mit 60 Jahren. Schön, dass wir hier sind beim Friedensfestival auf Malex. Spät nach Hause.
ausgelaugt. So geht es jetzt seit 60 Jahren. Hast keine Lust mehr auf den Kram. Mit 60 Jahren, mit 60 Jahren, mit 60 Jahren und er hat sich grad. Mit 60 Jahren, mit 60 Jahren, mit 60 Jahren und er hat sich grad. Heute fang ich von vorne an. Mit 60 Jahren und er dacht sich grad. Mit 60 Jahren, mit 60 Jahren, mit 60 Jahren und er dacht sich grad. Nicht erst mit 60, nicht erst mit 60, nicht erst mit 60 und er dacht sich grad. Ey, Alter, heute ist mein letzter Tag. Ich lebe mein Leben, jetzt geht's rund. Ich verschenk den ganzen Schund und den Hund. Mit 60 Jahren, mit 60 Jahren, mit 60 Jahren und er hat sich grad. Nicht erst mit 60, nicht erst mit 60, nicht erst mit 60 und er hat sich grad. Vielen Dank. Ich weiß, es ist immer besser, gerade beim Friedensfestival. Wir wissen, wofür wir sind. Und es schreibt sich immer leichter Lieder für etwas statt gegen etwas. Beim nächsten Song haben wir das leider nicht ganz hinbekommen. Der heißt Konsumterror und ist ein absolutes Anti-Lied. Mich kotzt das an, dass ich nach Weihnachten in den Schaufenstern schon Osterhasen kaufen kann. Wenn Ostern vorbei ist, geht es weiter mit Halloween-Pumpkins, Kürbissen und danach schon wieder Weihnachten. Die ganze Zeit muss man sich irgendeinen Scheiß kaufen. Dieses Stück heißt Konsumterror und handelt genau davon. Banken und die Bilder, die bricht ein. Wir sind ein Teil des Ganzen und wir können uns nicht befreien. Weil fressen, saufen, rauchen und inhalieren. Kaufen, kaufen, kaufen und konsumieren. Wir sollen fressen, saufen, rauchen. Da, 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 da. Kaufen, kaufen, kaufen und uns doch alle in einem Traum verrannt, nach unstillbarem Wohlstand und Freiheit für die Welt, nach Autos, nach Computern, nach Luxus und nach Geld. Kaisers, Netto, Aldi, Primark und Real, super günstig, super schnell, denn der Rest ist doch egal. Weil fressen, saufen, rauchen und inhalieren, kaufen, 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 Primark boykottieren. Schließ doch mal die Augen und sag mir,
was du siehst. Merkst du nicht von Weitem, wie der Haufen riecht, welche Nachrichten du siehst und welche Zeitung du liest, ob du lieber an einer starken oder Leichenkippe ziehst, hat Einfluss auf den Wert und hat Einfluss auf den Markt. Rate mal, warum ich VWL nicht mag. Fressen, saufen, rauchen und in der Leben. Kaufen, kaufen, kaufen und komm zu mir, wir sollen nur Leute, es ist klar, dass wir hier bei euch spielen zum Friedensfest. Wir machen das ohne Gage aus voller Überzeugung, sind ja aus dem Wedding hierher gefahren. Aber wir es wunderbar finden, dass Menschen sich einmischen, sich engagieren, ihren Mund aufmachen, ganz egal, welche Sprache sie reden, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion. Frieden, wie gesagt, ist ein Wort, Pax, Peace, das kriegt man, glaube ich, in allen Sprachen ziemlich gut zusammen. Und deswegen möchten wir euch diesen Song spielen, eigentlich als Dankeslied für die Organisatorinnen und Organisatoren heute hier, dass ihr euch einmischt, dass ihr unseren Mund aufmacht, liebe Leute. Wer, wenn nicht wir, kann für Frieden einstehen, im Kleinen, wenn wir nach Hause gehen, in der Familie, im Großen. Und dieses Stück heißt Einmischen. Wir spielen natürlich ohne Gage. Es würde uns freuen, wenn ihr kleine, unabhängige Künstlerinnen und Künstler, wie wir es sind, unterstützt, indem ihr euch ein Album mitnehmt. Das heißt Einmischen, dieses Song. Und ich denke, nicht erst in Zeiten von NSU und NSA ist es wichtig, unseren Mund aufzumachen. Wie gesagt, scheißegal, welche Sprache da rauskommt. Mischt euch ein, liebe Leute. Wir sind gefragt. Das ist unsere Zeit. Einmischen. Schicksal in die Hand, raus
zu den Leuten, ja auf dich, da kommt es an. Hab keine Angst, egal was vor dir steht. Glaub an dich und dem Frieden gehört der Sieg. Denn egal was passiert, du kannst noch was verändern. Egal ob hier oder in fremden Ländern. Wer, wenn nicht wir, packt die Wahrheit auf den Tisch. Es ist wichtig, dass du dich einmüllst. Engagiert euch, müsst euch ein, liebe Leute, einmischen und unterstützt unabhängige Musikerinnen und Musiker wie uns. Das nächste Stück, liebe Leute, wir haben vorhin erzählt, wir möchten Friedenslieder spielen hier auf dem Friedensfestival. Versprochen, das nächste ist ein Friedenslied und ich würde behaupten, wir treffen 100% des Publikums, zumindest diejenigen, die mich verstehen können, hier auf dem Platz. Es ist ein Lied für alle frisch Verliebten unter euch und diejenigen, die gern wieder frisch verliebt wären. Und damit haben wir, denke ich, 99% abgedeckt. Dieses Stück heißt Nur deine Liebe und geht in etwa so hier. Mir wurde warm ums Herz und was dann geschah, das war anders, war irgendwie anders als sonst. Du gehörtest nicht zu dieser Sorte Frauen, die gleich erwarten, wie ein Schloss zu bauen. Du bist eher der Typ, wo eine Eigentumswohnung ausreicht. Ja, ich wollte nur deine Liebe, einfach nur deine Liebe. Noch bei dir wohnen und noch bei dir aufstehst und man sieht in mich an, dass du häufig alleine einschläfst. Es ist unklar, weil es jeder versteht, dass wahre Liebe durch den Magen geht. Und ich bin mir ganz sicher, zu zweit kochen wir dann ganz fein. Oh ja, ich wollte nur deine Liebe, einfach nur deine Liebe und den Kühlschrank auf. Und ich geh schlagen weit gebracht. Ich bin trotzdem ganz nett und ich bin einfach da. Ich weiß nicht warum und ich weiß nicht woher, doch dazwischen uns, das ist irgendwie mehr. Und ich bin mir ganz sicher, zu zweit sind wir mehr als allein. Oh ja. Ich wollte nur deine Liebe, einfach nur deine Liebe. Thank you.
Ja, liebe Freunde, wir freuen uns riesig, mit euch gemeinsam beim Friedensfest hier zu sein. Und wir möchten jetzt ein Lied mit euch spielen. Das betrifft auch wieder, ich schätze, 80% der hier versammelten Menschen. Ihr müsst euch nicht outen, ihr könnt es tun. Wer von euch hat ein Smartphone in der Tasche? Ein internetfähiges Handy? Die schweigende Mehrheit, wie es aussieht. Dieses Stück, liebe Leute, heißt Alle Macht im Web. Und man kann ein Lied über Smartphones schreiben mit Mittelfinger. Das steht uns nicht zu. Randall May würde vielleicht ein Lied mit erhobenem Zeigefinger schreiben. Auch das steht uns nicht zu. Wir haben ein Lied geschrieben, was sich zwischen diesen beiden Fingern befindet. Und es ergibt das Victory-Zeichen. Dieses Stück heißt Alle Macht im Web, liebe Leute. Schön, dass wir hier sind. Ah, ja, 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 ja. Das ist ja echt ein guter Song hier, oder? Ja, 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 ja. Okay. Der Regen prasselt an die Scheibe, als ich einsehe. Heute bist du ein Niemand ohne Laptop und PC. Du kannst gut aussehen und du kannst dich gut benehmen. Viel wichtiger als alles ist chatten, Twitter, wählen. Hier, Leute, guck mal auf dem Bild, ist er echt drauf. Hier, Leute, guck mal, seht ihr, wie ich einmal sauf. Die Welt ist deine Scheibe und der Mensch ist transparent. Selbst schuld sind alle, die den Trend verpennen. Ah, ja, 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 ja. Die Welt ist Facebook-süchtig, wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig, er klickt hier nicht richtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Ninja-Klon. Alle Macht im Web. Ich stehe im Regen, denn die Party ist vorbei. Wie soll ich nach Hause kommen? Ist es schon wieder weit nach drei? Jeder Depp hat nen App und dann läuft es wie geleckt. Karten studieren oder Software programmieren. Und neulich auf der Party von irgend so nem Kumpel knallt die Sicherung raus. Wir stehen im Dunkeln, ich zünde Kerzen an, damit Romantik aufkommen kann. Doch was macht dieser Smartphone, der beöffnet seine Taschenlampen? Ey, yeah, 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 App. Die Welt ist Facebook-süchtig, wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig, du klickst hier nicht richtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Ninja-Klon, alle Macht im Web. Mit dem Jungen. Das war der Texteinsatz, aber gern geschickt. Und was habe ich für Liebesbriefe verfasst, mich mit Schrift und Parfüm an die Menschen rangemacht. Heute reicht eine CD-ROM, um richtig gut drauf zu kommen. Heute reicht ein Linksklick für eine schnelle. Ein Leben ohne Kommunikationsmöglichkeiten würde ich schlicht als nicht machbar bestreiten. Ohne 100 Nachrichten am Tag weiß ich nicht, ob ich noch alle meine Freunde mag. Ja, 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 ja. Die Welt ist Facebook-süchtig, wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig, du klickst hier nicht richtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook-Ninja-Klon, alle Macht im Web. So ein Trick! Okay, wir machen ein kleines Interlude. Ich habe vorhin erzählt, wir sind eigentlich zu dritt unterwegs mit Beatboxer. Und er bringt sehr wunderbare Hip-Hop-Einflüsse in unsere Musik mit. Ich weiß nicht, wer von euch Blumentopf kennt, aber 1998. Willkommen bei meiner Spielshow. Heute verlosen wir ein Päckchen, lange Plättchen, ne Palette Dosenbier und als Hauptgewinn den Fotoapparat mit Weitwinkel, dass du's festhalten kannst, wenn ich in dein Teich pinkel. Über Frauen wie dich schreiben andere Bands die Hits. Ich weiß, du kennst mich nicht, aber falls du eine Studentin bist, für dich fahr ich von hier bis Hamburg auf dem Dreirad. Wenn ich ein Bademeister wär, kennst du umsonst ins Freibad. Ich bin keiner, der mit Knarren auf Pfandflaschen zielt und alten Omas Portemonnaies aus Handtaschen stiehlt. Keiner, der mit Drogen, die dich krank machen, dealt. Komm mit mir und lass uns Ringelbeats mit allem, was es spielt. Die Welt ist Facebook-süchtig, wer klickt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig, du kriegst hier nicht richtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook Ninja Klon, alle Macht im Web. So ein Trick! Jetzt kommt die letzte Strophe, versprochen.
epische Schlachten an Pinwänden geschlagen und aus Listen rausgeschmissen und dann wieder eingetragen. Das Web ist unendlich und der Mensch ist so naiv. Ich finde sie nur online, die Geister, die ich rief. Vom Friedensfestival aus in die Welt geschrieben. Mann, die Pausmusik ist so geil, boah, wer hat's mit denen getrieben? Zugehört und zugeschaut, Fakten sind auf Sand gebaut, ein Dreifach hoch auf den. Der darf Datenschutz vertrauen, wow, 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 wow. Die Welt ist Facebook-süchtig, wer kriegt hier nicht richtig? Die Welt ist Facebook-süchtig, du kriegst hier nicht richtig. Google, Apple, Amazon, der erste Facebook, den der Clown, alle Macht im Bett. So weit weg! Amen. Lass uns darüber diskutieren auf facebook.com/Larian-Pausmusik. Vielen Dank. Könnt euch alles mitnehmen, jetzt habe ich es kaputt gemacht, ihr könnt euch alles mitnehmen zum Lesen, auch gerne Buttons, CD so ungefähr ein Zehner, wenn ihr den habt, wenn nicht, nehme ich was zu lesen mit, da ist Homepage, alles mögliche drauf. Wir möchten noch zwei Nummern spielen, liebe Leute. Und zwar ein Lied, was nicht auf dem Album drauf ist, weil es ein ganz, ganz neues Lied ist, das heißt Schildkrötengang und wir waren bei so einem Hippie-Festival, das nennt sich Adria Akustik und da haben 10 Liedermacherinnen gegeneinander angetreten und mussten einen Song zum Thema Schildkröte spielen. Wir haben leider nicht gewonnen, ganz knapp, wir sind Platz 9 geworden, haben uns gedacht, so schlecht ist der Song aber doch nicht und deswegen möchten wir das jetzt spielen. Das ist der Schildkrötengang und ich hoffe, ich kriege den Text zusammen, weil er wie gesagt ganz, ganz neu ist. Ist das längst so weit, ein Lied aufs Papier zu kriegen? Gegen Armut, gegen Hass, gegen Krieg. Und für den Frieden, wo würde ich es sein, wenn vor der Haustüre beginnt, sich jeder seine Solidarität ansehen? Wir brauchen keine Börsianer oder BWLer, die uns erzählen, die Börsenmarktpapiere sind schneller in mich. Ihr, die da sagen, das Leben ist doch wie, es ist nicht mehr zu ertragen. Was macht ihr eigentlich für eine Schnute? Macht's wie wir sehen nur das Gute. Die Freundschaft, der Friede, die Harmonie, die sozialen Errungenschaften durch die Philosophie. Teilen, schlafen, kuscheln und Geschlechtsverkehr. Die Kraft der Liebe, Liebe, ihr steht überhaupt nichts mehr. Voran!
Liebe Freunde, wir kommen zum letzten Stück. Das heißt ziemlich nett. Wir fanden es ziemlich nett, hier für euch gespielt haben zu dürfen. Habt einen wunderbaren Abend, habt euch lieb, verbreitet Friede im Kleinen und im Großen. Tragt diese Message in die Welt hinaus. Ich glaube, dann ist dem Friedensfestival 2014 am meisten geholfen. Wir bedanken uns, dass wir hier sein durften. Wir waren Lari und die Pausenmusik. Ein kurzer Werbeblock. Wir brauchen einen Beatboxer oder Karonisten. Unser ist leider in einem Zeitenlauf abhanden gekommen. Wenn ihr Rhythmusgefühl habt, quatscht uns an. Wir suchen noch einen dritten Menschen, der mit uns gemeinsam Mucke macht. Wir haben eine Homepage, Lari und die Pausenmusik. Vielleicht kommen wir gleich nochmal ins Gespräch, trinken irgendein Getränk zusammen und haben uns lieb. Viel Spaß mit dem weiteren Programm hier auf der Bühne. Schaut ein bisschen rum an die Stände, es gibt unglaublich viel hier zu entdecken und mal reinzuschnuppern. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. Vielen Dank, dass wir sein durften. Wir waren Lari und die Pausenmusik aus dem Wedding und kommt zum letzten Song. Habt euch lieb! Ich gehe gern ins Kino und ich gehe gerne brunchen. Ich gehe mit so ziemlich jedem Menschen gerne tanzen. Ich bin ein Fußballfan und ich stehe auf Konzerte. Ich kletter in Kletterwäldern, ja, das ist für mich die Härte. Hey, 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 hey. Ich stehe auf den Frieden und ich stehe auf das Brause. Ich gehe manchmal feiern und mache ne mega Sause. Ich stehe auf meine Uni und ich stehe auf meine Profs. Ich stehe auf Sobi und den anderen harten Stoff. Ich fühle mich wohl bei meinen Freunden und in meinen vier Wänden. Ich liebe es gemeinsam Richtung Sofia zu trampen. Hey! So viele Dinge, die finde ich echt nett. Doch am allerliebsten bleib ich mit meiner Frau im Bett. Es gibt so viele Dinge, die finde ich echt nett. Doch am allerliebsten bleib ich. Es nachts mich auf den Alex zu legen. Ich liebe lange Haare und den leichten Lebensstil. Ich liebe es zu reden, darum tue ich's auch so viel. Ich fahre gern in Urlaub und ich bade gern im Meer. Er liebt Rauschzustände, darum will er immer mehr. Und an der Organisation, die das hier so wunderbar auf die Beine gestellt hat, für den Frieden. Vielen Dank, liebe Leute! Da habe ich jetzt die Ehre, die Band des heutigen Abends des Tages vorstellen zu dürfen. Zu unserer Linken, er glänzt durch Abwesenheit. Wir suchen einen dritten Menschen an Beatbox oder Cajon. Vielleicht finden wir ihn. Und zu meiner Rechten steht der Vollstrecker. Der Hinrichter aller Gitarren-Solis von der Utrechter Straße aus dem Wedding. Platte! Mein Name ist Lari, zusammen mit Lari die Pausenmusik. Vielen Dank, schlaf gut, am besten nicht alleine. Habt einen schönen Tag, danke! Auf Musik, egal mit welchem Instrument. Ich stehe auf Musik, egal ob Solo oder Band. Ich stehe auf den Rhythmus und auf einfache Akkorde. Ich liebe es nachts zu singen im Chor mit dieser Horde. Ich liebe meine Eltern und das ganze Publikum. Manchmal liebe ich Musik, ist sie endlich einmal stumm. Es gibt so viele Dinge, die finde ich.
einer Frau im Bett. Es gibt so viele Dinge, die finde ich das Nest. Doch am allerliebsten bleib ich. Setzt uns kurz hin und verhökert vielleicht noch ein paar CDs. Habt euch lieb, danke. Merci. Ihr habt echt eine so geniale Musik gespielt. Wir waren also, als wir bei den Proben bei den Hearing waren, total begeistert und haben mitgezuckelt. Also ihr habt es echt toll gemacht. Wir müssen ein bisschen improvisieren und ihr habt sofort Ja gesagt. Unser Referent ist nämlich noch nicht eingetroffen, Dr. Nagi Al-Obaidi. Entweder haben ihn die Ereignisse übermannt, ich weiß nicht, wer es aktuell verfolgt, was im Irak gerade passiert. Ich denke, wenn ich Iraker wäre, würde ich große Bedürfnisse haben, mich um Familie oder Verwandte zu kümmern und vielleicht nicht unbedingt auf den Alex zu fahren. Er hätte also mein vollstes Verständnis. Vielleicht ist es aber auch nur die Straßenbahn, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, um eine kurze Pause zu füllen, haben die beiden gerade sich bereit erklärt, nochmal weiterzuspielen. Und das finde ich dann ist allerdings auch eine Best-Case-Solution. Ja, dann haut doch mal rein. Vielen Dank, liebe Leute. Schwitzen für den Frieden ist übrigens heute mein Motto. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Wir dürfen noch zwei Nummern spielen, möchten das sehr gerne tun und möchten zunächst ganz im Gegensatz unserer eigentlichen Herkunft ein Liebeslied spielen. Vielleicht habt ihr die Zeit für ein kurzes Liebeslied. Wir denken, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die bessere Liebeslieder schreiben, als wir das tun. Wir tun es trotzdem. Dieses Stück heißt Du. Und nicht tief genug für mich.
ich glaube, jetzt schreibe ich's, ich liebe dich. Vielen Dank, liebe Leute. Bevor es hier weitergeht mit dem Programm, haben wir noch Überbrückungszeit und möchten die gerne nutzen. Wir haben angefangen als Straßenmusikanten und es gibt unglaublich viele nette Kolleginnen und Kollegen auf der Straße, die probieren, den alten Scheiß oder auch gecoverten Scheiß auf der Straße den Menschen zu präsentieren. Leider werden sie oft als Schnorrer abgestempelt und wir möchten hier beim Friedensfestival aufrufen zur Solidarität mit Straßenmusikantinnen. Die freuen sich genauso wie wir, kleine unabhängige Künstler, wenn ihr eine CD mitnehmt, eine Spende reintut oder euch irgendwie erkenntlich zeigt mit einem Getränk oder Eis. Das sind keine Schnorrer, das sind selbstmachende Musiker. Und dieses Stück heißt Straßenmusikant und schildert eher schlechte Erfahrungen, die wir als Straßenmusikanten gemacht haben. Vor allem, wenn es regnet und man in die U-Bahn gehen muss, dann ist es ganz, ganz blöd. Dieses Stück heißt Straßenmusikant. Schön, dass wir hier sein dürfen. Larian, die Pausenmusik aus dem Wedding. Habt euch lieb, macht Friede im Kleinen und Großen und bis bald. In der U-Bahn und ich fahr von B nach A. Ziemlich viele Leute, plötzlich warst du einfach da. Du sagst, du seist gestrandet, nur die Klampfe wär noch da. Du würdest jetzt verspielen, ein bisschen Kleingeld, wunderbar. Meine Mitfahrerin und Bürger und ich schüttel nur den Kopf. Für so einen mit Hund, nee, da geben wir keinen Knopf. Lange bunte Haare und die Sachen kunterbunt. Das gehört verboten, für Nächstenliebe keinen Grund. Du bist Straßenmusikant, unbeliebt und unbekannt. Du bist Straßenmusikant, ich hab dich gleich erkannt. Du bist dann weggerannt. Dich nicht wirklich auf, trotzdem nimmst du nur die Klampe, deine Griffe hast du drauf. Dann fängst du an zu spielen, du singst von Krise und von Krieg, von Herzschmerz und von Drogen und wie man aus der Bude fliegt. Und große schlanke Damen, die gehen steif an mir vorbei. Der alte Mann mit Mütze droht dir mit der Polizei. Die Mutter mit dem Buggy, oh, die schützt die Kind vor dir. Spätestens in 20 Jahren steht es bei mir, bei dir. Du bist da. Später bist du fertig mit deinem Spiel. Jetzt gehst du mit dem Hut rum, wie immer echt nicht viel. Du bist Straßenmusikant, unbeliebt und unbekannt. Du bist Straßenmusikant, ich hab dich gleich erkannt. Sehe ich das richtig, dass wir immer noch in der Überbrückungszeit sind? Also wir machen einen, richtig?
Okay, wir sind hier nämlich ganz nah am Roten Rathaus und deswegen fiel mir was ein. Beim Friedensfestival, liebe Leute, Frieden ist unglaublich facettenreich, natürlich weltweit im Großen und Kleinen, in der Familie, im Herzen und auch in dem Stadtteil, in dem wir herkommen, Wedding. Und dieser soziale Friede ist bei uns in Wedding zumindest bedroht. Es geht ein Gespenst um durch den Wedding, nicht das Gespenst des Kommunismus, sondern der Gentrifizierung. Viele Menschen werden verdrängt aus ihren Wohnungen, von ihrem Wohnraum, den sie sich nicht mehr leisten können, und weil energetisch saniert wird. Und dieses Stück möchten wir als letztes spielen. Das heißt, wir bleiben alle. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sozialer Friede, Friede weltweit, im Kleinen und Großen. Habt euch lieb. Wir machen die Pausenmusik und hören auf mit dem Song. Wir bleiben alle. Es sind leider, leider, leider wirklich wahre Geschichten, die wir im Wedding so erlebt haben. Wir sagen Nein zur Gentrifizierung, Ja zum Frieden. Egal, welche Sprache ihr sprecht und woher ihr kommt, mischt euch ein für den Frieden im Großen und Kleinen. Vielen Dank. Von der City bis zum Stadtrand. Doch die folgenden Geschichten, die denke ich mir nicht aus. Berlin wird immer teurer, da müssen so viele Leute raus. Gerda aus dem Hinterhaus, sie wohnt schon immer auf dem Kiez. Und Peter aus dem Dritten ist Weddinger, man sieht's. Eiche, seine Nachbarin, sie kocht fürs ganze Haus. Super nette Leute, und jetzt sollen die einfach raus. Mehmet hat nen Laden bei uns unter der Meck. Das Kick ist voll! Steigen die Mieten, dann muss der einfach weg. Hier kennt er sich aus, und hier weiß er, wo was ist. Hilft ihm alles nichts, es läuft schon seine Frist. Wir bleiben alle, das ist unsere Stadt. Wir bleiben alle, den Kiez macht ihr nicht platt. Niemals! Wir bleiben alle raus aus der City und an den Rand der Stadt. Hört mal ihr da drüben, wann das haben wir echt satt. Denn der Jens hat Familie und eine wirklich schöne Frau. Er macht sich als Hausmeister, ist vor kurzem aus dem Bau. Harry hat sich aufgehangen in seinen vier Wänden. Kündigung liegt auf dem Tisch, er wollt's zu Haus beenden. Tina ist schwanger und sie weiß sogar von wem. Doch sie findet keinen Wohnraum, das ist ihr Problem. Wir bleiben alle, das ist unsere Stadt. Wir bleiben alle, den Frieden macht ihr nicht platt. Niemals! Egal ob arbeitslos oder Akademiker, diese Mietenpolitik, sie ist schon lange nicht mehr fair. Energetisch saniert und super rausgeputzt. Wenn sich's keiner leisten kann, sag mir, wem das nutzt. Wir bleiben alle, das ist unsere Stadt. Wir bleiben alle, den Kiez macht ihr nicht platt. Niemals! Wir bleiben alle. Vielen Dank, jetzt geht's aber weiter mit dem nächsten Redebeitrag. Wir waren Lava in die Pausenmusik, ihr habt was zum Lesen, denn habt euch lieb, Frieden, Groß und Klein. Ciao! Ja.